Hallo zusammen. Heute testen wir. Ja, du darfst auch mit testen. Na klar. Das neue Trockenfutter Beef und Potato von Blatinum. Ein ganz neues Produkt. Rindfleisch mögen unsere Hunde gern. Deswegen testen wir das jetzt einmal. Ja, hergestellt aus 70% frischem Fleisch, getreidefrei, sojafrei, gentechnikfrei, schonend gegart. Also Blatinum nutzt das Dampfgarverfahren. Dadurch werden die Inhaltsstoffe nicht ganz so extrem verkocht wie bei herkömmlichen Methoden. Gelenkunterstützend und optimale Verdaulichkeit. Steht vorne drauf. Schauen wir mal, was drin ist. Zusammensetzung. Frisches Rindfleisch 70%, getrocknete Kartoffeln 12%, getrocknete Erbsen, Linsen, Apfelpulpe, Fisch, Bierhefe, Lachsöl, kaltgepresstes Olivenöl, Yucca-Extrakt, Grünlippmuschelextrakt, getrocknete Karotten, Tomaten, aufrechte Studentenblume, ich will immer Studenten sagen, Studentenblume, getrockneter Löwenzahn, getrockneter Oregano, getrocknete Mariendistelsamen, Cranberry-Samen und Algen. Okay, Kaliumchlorid zum Haltbarmachen ist bei fast allen drin. Dann die Zusatzstoffe, die man auch ganz oft hat, das ist Vitamine und so weiter. Ist klar, die verkochen sich und die werden dann nochmal in zusätzlicher Form hinzugegeben. Rohprotein 24%, Rohfett 16%, Rohasche 7% und Rohfaser 3,5%. Das ist ganz normal und im Rahmen. Kalzium 1,5% und Phosphor 0,8%. Feuchtigkeit, natürlicher Gehalt 19%. Also Blatinum ist ja so ein semi-feuchtes oder halbfeuchtes Trockenfutter. Das merkt man auch, wenn man die Kroketten anfasst. Die sind halt immer so ein bisschen weicher, softer und feuchter als so herkömmliches oder anderes Trockenfutter. Ja, da werden wir mal sehen, ob euch die neue Zusammensetzung schmeckt. Auf jeden Fall, was ich sehr gut finde, früher waren da, glaube ich, auch noch Rüben-Trockenschnitzel dabei als Füllstoff. Das haben sie nicht mehr. Also das finde ich sehr gut, dass es auf jeden Fall raus ist. Also es ist wirklich von den Inhaltsstoffen alles gut. Das Einzige, es ist nicht schlecht, es ist natürlich mit dem getrockneten Fisch da drin, sind zwei Proteine drin. Und damit fällt es für die Allergiker, die Single-Protein brauchen, weg. Wobei bei den meisten Allergikern Beef oder Hühnchen sowieso wegfällt, weil es das ja so die Grundfleischsorten sind, die in den ganzen Jahren und Jahrzehnten verarbeitet wurden, und oftmals kommt ja die Allergie schon aus der Genetik und ist mitvererbt worden. Von daher macht es da wahrscheinlich nicht so viel. Also wer Rind verträgt, verträgt mit Sicherheit auch Fisch. Schauen wir mal, ob man es auch riecht. Ich hoffe nicht. Also es gibt ja auch Hunde, die sehr gern Fisch. Wobei ich auch denke, dass das so minimal ist von den Prozenten, dass das eigentlich kaum ins Gewicht fällt. Okay, machen wir es mal auf, schauen uns das Futter an, ob es optisch genauso aussieht, also auch von der Form der Roketten und immer noch so feucht ist, wie das, was man so kennt oder was wir so kennen von Blatinum. Ja, gucken wir mal rein. Ich habe den Sack aufgeschnitten. Leider Gottes gibt es immer noch keinen wieder verschließbaren Sack. Ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit sein wird. Jetzt haben wir ihn aufgeschnitten und du kommst schon ganz neugierig gucken, kleine Marie, ne? Guck mal. Oh, ja. Der wird direkt losgelegt. Ja. Es ist, wie es vorher auch war. Kroketten haben dieselbe Form, sind so ein bisschen, also man kann sie nicht zerdrücken, aber sie sind so ein bisschen weicher als jetzt so ein ganz festes Trockenfutter. Saugen sich da natürlich auch nicht so voll mit Wasser, das ist immer ganz schön. Schauen wir mal, was die Große dazu sagt. Willst du auch mal testen? Guck mal. Ja, dir schmeckt das auch, ne?
Wie ihr seht, habe ich zwei 5 Kilo Säcke. Das heißt, ich werde das mit den kleinen auch über eine Zeit lang testen. Beim 5 Kilo Hund sind 85 bis 117 Gramm anberaumt. Nochmal genau gucken. Bis 115. 85 bis 115. Zwischen 5 und 7,5 Kilo. Okay. Wir werden sehen, ob wir mit 85 Gramm auskommen, weil meine Hunde ja sehr aktiv sind. Ansonsten gehe ich auf 90, 95 oder auch 100 Gramm. Die 10 Kilo kosten 52,96. Also der Kilopreis 5,29. Das reicht dann bei 100 Gramm 10 Tage für so einen kleinen. Ist absolut okay. Hat ihr geschmeckt? Hat ihr das geschmeckt? Willst du noch was? Also der 10 Kilo Sack würde dann im Endeffekt, oder die 10 Kilo würden für einen 100 Tage reichen. Ja, das ist ein bisschen mehr als 3 Monate. Das ist vom Preis her absolut okay. Wir werden sehen, wie sie es vertragen. Bis jetzt war das immer so, dass die Platinen sehr gut abkonnten und sehr gut vertragen haben. Und da auch eigentlich alle Sorten gefressen haben. Ich weiß, so ein, zwei Kleine haben bei Iberico Schwein nicht mitgemacht. Aber ansonsten waren die eigentlich immer dafür zu haben. Und wir werden einfach sehen, wie das so läuft. Ich denke, wird ganz gut verlaufen, wie sie es auch vertragen. Das ist immer ganz wichtig. Und freue mich auf das Ergebnis. Nochmal kurz zu den Inhalten. Diese aufrechte Studentenblume, auch Tagetes genannt, ist vor allen Dingen gut oder wird gerne im Hundefutter genutzt, weil sie Carotinoiden oder Luteine beinhaltet und die wirken sich positiv aufs Immunsystem aus. Also ich denke, deswegen wurde die Blüte dieser Pflanze auch genutzt im Futter. Du bist eine kleine freche Maus. Ja, das wissen wir. Also auf jeden Fall hat eine heilsame Wirkung, wie Löwenzahn zum Beispiel auch. Also auf jeden Fall sind nette Geschichten mit dabei für den Hund. Hochwertige Öle werden verwendet. Das war aber auch vorher schon so. Also da wurde immer gut drauf geachtet. Ja, also wir werden auf jeden Fall sehen, wie die Hunde das in den nächsten Tagen und Wochen vertragen. Ich freue mich, wenn ihr dazu den Artikel lest. Der wird nämlich dann am Ende auf unserem Blog hundebibel.de erscheinen. Und da schreiben wir auch rein, wie wurde es angenommen, welche Hunde fressen es am liebsten. Also ich werde den Test jetzt hauptsächlich mit den italienischen Windspielen durchführen, weil ich da halt einfach weiß, obwohl es Mädchen, Prinzen und Prinzessinnen sind, Latino mögen sie sehr gerne. Und ich will einfach gucken, ob sie das jetzt auch mit der neuen Rezeptur genauso gut vertragen oder vielleicht sogar noch besser und auch die ganze Zeit annehmen. Okay. Auch welche Mengen dann im Endeffekt tatsächlich benötigt werden, ob sie da irgendwie abnehmen oder zunehmen oder ob 85 Gramm gut sind oder eher 100 Gramm am Tag bei denen, die 5 Kilo haben. Wir haben ja auch leichtere Kandidaten, die hier zum Beispiel nur 3,5, die hier hat 4,2. Aber auch schwerere, wie unseren großen Bub. Ja, du bist schwerer. Ja, du bist Chef. Chef, die ja, das werden wir euch alles berichten. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Und hoffen, euch hat es wieder gefallen. Tschüss!